liebe Freunde, herzlich willkommen zurück. Wir sind Cal Kestis und spielen Star Wars Jedi Fallen Order. Und ich bin gespannt, wo es hingeht. Hier hatten wir jetzt nichts mehr. Außer die Wookies hier draußen stehen. Müssen wir hier in den Fahrstuhl? Ja. Aber wir schauen erstmal, was da hinten ist. Okay, ist da hinten irgendwas? Ich weiß es nicht. Abkürzung freigeschaltet. Ah, okay, jetzt sind wir wieder hier. Ah, okay, und jetzt ist das da hinten freigeschaltet. Alles klar, okay. Ich muss jetzt aber trotzdem mal kurz meditieren. Ich speichere das mal ab. Sehr schön. Die Gegner hier sind nicht respawned. Witzig. Gucken wir hier nochmal. Die Dudes sind noch da. Die chillen in aller Ruhe. Oh. Okay. Also ein paar Clipping-Fehler haben wir auf jeden Fall dabei. Oh. Ich bleibe an dir dran. Scheiße, scheiße, scheiße. Die müssen weg. Er hat zu viel Angst. Alter. Wertlos. Fuck, so viele. Nein, so viele doch nicht. Boah, Alter, übel. Genug hier, Mensch. Jedi, wir haben zu wenig Feuerkraft für den Rumpf. Sind dabei. Oh, fuck. Shit. Nein, fuck. Nähert euch dem Ziel. Wo schießt er denn hin? Fuck. Das war knapp. Wo ist er denn hin? Fuck, ich hab
keine Macht mehr. Oh, das sieht echt übel aus. Das sieht echt übel aus, Leute. Komm, eine Rakete noch. Boah, echt übel. Boah, Alter. Alle mal zuhören. Es waren viele harte Jahre. Wir haben Kameraden verloren. Freunde, Familie, an das Imperium. Dunkle Zeiten. Trotzdem brennt das Feuer noch. Die Hoffnung brennt noch. Die Jedi sind noch nicht verloren. Wir sind noch nicht verloren. Kashyyyk ist noch nicht verloren für die Sache! Du weißt, was das Imperium Kashyyyk angetan hat. So etwas passiert überall in der Galaxis. Meine Partisanen könnten einen Jedi gebrauchen. Das ehrt mich. Aber ich muss zuerst noch unsere Mission zu Ende bringen. Verstehst du? Das Angebot steht. Und ja, nicht vergessen. Ich bin Mari Kosan. Und das ist... Tut mir leid, ich spreche nicht fließend. Choisig sagt, er hilft dir, damit du Tarful findest und wird für dich bürgen. Ihr glaubt, er lebt noch? Zuversicht, Kerl. Wir halten Kontakt mit deinem Chef. Für die Sache. Du kennst Tarful? Er gehörte zu Tarfuls Leuten. Er wurde aber gefangen. Seine Rettung war für Tarful zu riskant. Er war monatelang in der Raffinerie. Choisig hilft dir, Tarful zu finden. Könnte aber dauern. Sind viel unterwegs. Mehr will ich gar nicht. Danke. Alter Schwede, das war ein echt krasses Battle hier. So, jetzt haben wir die Abkürzung hier freigeschaltet. Kann ich irgendwo speichern? Was ist hier? Geschafft. Aber es war extrem knapp. Ohne dich wird es schwieriger. Ich weiß. Aber ich kann die Mission nicht abbrechen. Das verstehe ich. Ich habe Infos, die dir helfen können. Vor kurzem haben meine Leute ein verlassenes Wookiee-Dorf durchsucht. Nichts von Tarful. Aber die sicherste Route in die Schattenlande führt durch die Raffinerie. Ein eingebauter Fluchtplan für alle Fälle. Du begreifst schnell. Wenn du bereit für die Suche bist, ist das der Weg. Oh, schade, ich habe hier leider keinen Punkt zum Meditieren, dass ich meine Gesundheit aufladen könnte oder halt speichern könnte. Na gut, dann geht's halt weiter. Ich hoffe, hier kommt gleich ein Punkt. Ich habe die imperiale Kommunikation überwacht und was aufgeschnappt. Projekt Bohrer wurde reaktiviert. Das Imperium könnte bald ein weiteres Sephograb finden. Dann haben wir noch Arbeit vor uns. Neue Verbündete.
Und ich muss zurück zum Schiff. Ja. Alles klar. Ja, Kashyyyk war auf jeden Fall interessant. Aber war jetzt nicht, Du Spa und die anderen sind okay? Du siehst immer alles positiv, was? Hey, danke. Für alles. Ah, hier ist schon unser Schiff. Okay. Was ist hier? Oh, cool. Gute Arbeit, BD. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Rüber komme ich aber trotzdem nicht. Ich habe hier auch gar nichts, was ich irgendwie bewegen könnte oder so. Was? Ach du große Kacke. Alles klar, also den, das nutze ich nicht nochmal, also da gehe ich nicht nochmal hin. Ach du Kacke, ich hätte zum Chef gehen sollen, nein! Oh. Ich muss zugeben, dass ich mich auch ein bisschen erschrocken habe. Ja. Übel. Und jetzt werden wir irgendwo respawned. Nein! Ja, also wir haben jetzt schon in dieser Folge auch schon gesehen, das gibt noch den einen oder anderen Clipping-Fehler. Mich persönlich stört es jetzt überhaupt nicht. Dafür zeigt das Spiel an sich und die Story einfach eine viel zu hohe Qualität in meinen Augen. Wie gesagt, kein Videospiel ist perfekt und Bugs und kleine Fehler oder weiß was ich gehören immer dazu, ne? Ach nee, oh Gott, wie weit muss ich denn jetzt laufen? Ich hoffe nicht so weit. Okay. Ja, das ist jetzt zum Beispiel echt übel, dass man so weit zurückgesetzt wird. Ich hoffe nicht, dass ich den ganzen Kampf nochmal machen muss. Oh. Oh. Gott sei Dank. Oh, sollte ich doch nochmal hier? So, ist wohl bereit, jeden Preis zu bezahlen. Er hat seine eigenen Methoden, ja. Aber die Zeiten sind hart. Wir brauchen Anführer wie So. Ich brauche eine Sekunde. Ihr kämpft schon so lange. Hat euch der Krieg was gelehrt? Tragödien vereinen Menschen. Alles, was das Imperium uns nimmt, macht uns nur stärker. Bewegt andere, sich uns anzuschließen. Halten wir zusammen, können wir siegen. So wie heute. Danke. Na. Nur aber zurück, ohne Umweg. Ist ja echt ärgerlich, dass ich jetzt wegen diesen Einfitzel nun doch noch jämmerlich krepiert bin. Meine Güte. Zwischen Tanzen hier kommen. Ja. Oh Mann. Nein.
Hier sieht das auch noch echt übel aus. Inzwischen gefunden haben die hier wohl nichts. Ab zum Schiff und ab geht die wilde Fahrt. Sag Bescheid, wenn du weg willst. Ich werde hier sein. Sie wachsen ja wirklich. Da hatten wir jetzt keine Samen gefunden auf dem Planet. Puh, so. Und dann würde ich sagen, weiter geht's. Okay, wohin geht's, BD? Zurück auf Zepho. Ja, dann geht's einmal zurück auf Zepho, ja. Zurück nach Zepho, hä? Das Imperium fand vielleicht ein Zepho-Grab. Uns bleibt keine Zeit. Ah, schade. Einer von Saws Kämpfern sprach von einem wichtigen Spiel. Ein paar Credits würden uns nicht schaden. Glücksspiel? Denken Sie nach, Grease. Irgendwann wird diese Haxion-Brut sie doch noch erwischen. Diese Typen? Die höre ich aus einem Parsec Entfernung. Was fehlte noch, dass ihre Spielsucht uns in Schwierigkeiten mit Verbrechersyndikaten bringt? Stimmt ja, Sie haben recht. Ich will nur hin und wieder etwas Stress abbauen, verstehen Sie? Aber das liegt an Problem geben. Okay, Junge, setz dich. Wir sind da. Ja, ich kann mich nicht sofort hinsetzen, alles klar. Neues Ziel zur Holokarte. Ich muss zurück zu diesem Zepho-Grab hier. Okay. Alles klar. Vor uns liegt eine lange Reise. Diese alten Gräber sind nicht deshalb noch erhalten, weil sie leicht zu finden sind. Ich nehme die Herausforderung an. Das sehe ich. Ich bin froh, dass du an das glaubst, was wir erreichen wollen. Das habe ich immer. Seit ich ein Jüngling war, vertraute ich der Macht. Die Namen auf der Liste sind eine Prüfung. Und ich glaube, ich kann sie bestehen. Ich mag dein Selbstvertrauen. Eine Reise wie diese kann ungeahnte Herausforderungen bringen. Ich verstehe. Ich bin bereit. Wir stehen hinter dir, Kerl. Die Heimatwelt der Zepho. Cordova war bestimmt oft hier. Cordova hat sein ganzes Leben an vielen Orten die Geschichte der Galaxis studiert. Einige Male hat er mich mitgenommen. Das war lehrreich. Glaubt er an die Vergangenheit? Er glaubte an die Zukunft. Aber ohne Vergangenheit keine Zukunft. Ja, da mag sie recht haben. Und in der nächsten Folge werden wir wissen oder erfahren, hoffentlich, was mit dieser Statue es sich jetzt habe ich hier schon Verhaspelung, was es mit dieser Statue auf sich haben wird. Ich bin gespannt und ich hoffe, ihr auch.
Und deswegen sage ich bis zur nächsten Folge. Seid dabei. Ciao. We got Jeff Star.